Herzlich willkommen beim Motorradmagazin zur Neuvorstellung der Husqvarna Norden 901, die jetzt gerade präsentiert wird und die wir nächste Woche schon fahren. Nicht ich werde im Sattel sitzen, sondern unser Enduro-Experte Clemens. Ich bin nämlich bei einer anderen Präsentation ab Sonntag, und zwar jener der Kawasaki Z650 RS. Und auch der Peter ist unterwegs. Wir sind also alle drei irgendwo in Europa verstreut. Es geht also richtig los mit den Neuheiten. Und was die Norden 901 so alles kann und hat, das erzähle ich euch gleich. Willkommen zurück. Wir haben relativ lange auf Sie warten müssen, auf das Serienmodell der Norden 901, die ja schon vor einigen Jahren als Studie auf den Messen präsentiert wurde. Und ganz so wie es Husqvarna entspricht, ist es ein mutiges Design, aber ich finde trotzdem ein gefälliges. Es weicht nicht zu stark von der Studie ab und wirkt trotzdem jetzt im besten Sinne massentauglich. Mir taugen ja auch immer wieder diese runden Scheinwerfer. Ich finde das großartig. Ich finde auch, es gibt viel zu wenig Supersportler, die vielleicht diese runden Doppelscheinwerfer wieder aufnehmen. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, Honda RC30 und so weiter. Aber das vielleicht einmal ein andermal. Angetrieben wird sie natürlich vom Parallel Twin aus der KTM 98 Adventure. Das heißt 889 Kubik, 105 PS, 100 Newtonmeter, auch Bohrung und Hubverhältnis sind ganz genau gleich. Das blieb also unverändert. Und diese Leistung wird abgerufen über ein Ride-by-Wire, das mit drei Fahrmodi serienmäßig verknüpft ist. Street, Rain und Offroad. Und dann gibt es noch einen aufpreispflichtigen zusätzlichen vierten Modus, und der heißt Explorer-Modus. Und der lässt es unter anderem zu, dass man die neunstufige schräglagenabhängige Traktionskontrolle regelt. Es gibt auch ein ABS, das über die Modi On- und Offroad verfügt. Im Offroad-Modus wird hinten zugelassen, dass das Rad blockiert wird, und vorne ist die schräglagenabhängige Regelung abgeschaltet. Das heißt, das ist dann ein konventionelles ABS. Dann noch serienmäßig dabei Anti-Hopping-Kupplung, Quickshifter Plus natürlich, das heißt vollwertig, so wie man es jetzt immer wieder öfter antrifft, Tempomat und natürlich ein TFT-Display mit Connectivity. Der Verbrauch des Motors soll bei sehr, sehr sparsamen 4,5 Litern liegen. Auch der CO2-Ausstoß ist mit 105 Gramm eigentlich moderat. Bei einem 19-Liter-Tank sind also so 400 Kilometer am Stück möglich. Die Serviceintervalle betragen 15.000 Kilometer. Ja, und auch wie bei der KTM haben wir einen Stahlrahmen. Auch der Heckrahmen ist aus Stahl, die Schwinge aus Alu in der typischen Fachwerkskonstruktion. 43 mm Apex Upside Down Gabel mit 220 mm Federweg, getrennte Zug- und Druckstufe, voll einstellbar, das Federbein in Zugstufe und Vorspannung mit einem Handrad, und das Federbein verfügt auch über einen satten Federweg, nämlich 215 mm. Und dann ist noch zusätzlich dabei ein Lenkungsdämpfer. Die Bremsen kommen von J. Juan, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, ein spanischer Hersteller, 320 mm Scheiben vorne. Dann haben wir natürlich Drahtspeichen, Felgen, die sind jetzt nicht irgendwie aufpreispflichtig, sondern serienmäßig verbaut, 21 Zoll vorne, 18 Zoll hinten, bereift mit Pirelli Scorpion Rally STR. Das Sitz, den kann man verstellen zwischen 854 und 874 mm. Das ist relativ hoch, aber durch diese Einstellmöglichkeiten sollte da, glaube ich, auch jeder einen sicheren Stand finden. Wir werden dann schauen, der Clemens ist ja wie ich so circa 1,80. Wir passen da meistens auf jedes Motorrad, auch wenn es ein bisschen kleiner oder wenn es einmal ein bisschen größer ist. Und er wird dann natürlich testen, ob das vielleicht auch für Leute ab 1,70 abwärts
empfehlenswert ist. Der Lenker, der lässt sich auch verstellen, nämlich in 6 Positionen. Also da wurde anscheinend viel Wert gelegt auf die Ergonomie. Auch die Hebel sind sicher verstellbar, das heißt die Handhebel und auch die Fußhebel, die ja auf den Offroad-Einsatz angepasst werden müssen, dadurch, dass man im Stehen fährt, dadurch, dass man mit dickeren Offroad-Stiefeln fährt. Und das ganze Ding wiegt 204 Kilogramm trocken. Ich glaube, das ist eh genau der Wert, auch wieder der 98 Adventure. Da natürlich unter der Verkleidung viel baugleiche Elemente. Aber wir werden sehen, ob sie sich doch ein bisschen anders fährt, beziehungsweise der Clemens wird es euch dann berichten, und zwar nicht nur im Video, sondern auch in detaillierterer Form im Heft. Hier noch das aktuelle 7er Heft, das 8er kommt dann erst Anfang Dezember. Warum? Weil dann die ganzen EICMA-News auch gesammelt drinnen sind. Das heißt, am besten jetzt das Heft schon abonnieren. Falls ihr eins versäumt habt, das zum Beispiel, das ihr nicht, vielleicht nicht mehr kriegt, dann könnt ihr das auch nachbestellen und ihr könnt das Heft dann noch online lesen und natürlich könnt und sollt ihr auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich bin gespannt, wie sich die Norden fährt. Sie wird sich nicht völlig anders fahren, aber vielleicht doch anders handeln lassen, weil der KTM natürlich von Generation zu Generation auch immer nachbessert und optimiert und verfeinert. Das gilt heute natürlich vor allem für die Elektronik. Aber wir werden sehen, ich werde zu dieser Zeit ja eben auf der Kawa Z650 RS sitzen. Die ist nicht so offroad-tauglich, die wird auch weniger Elektronik an Bord haben, aber das sieht dann auch besonders sexy aus. Wir fahren dann in Marseille. Auch dieses Video ist schnell, mit schnellstmöglich geschnitten und online gestellt, seht ihr bei uns, gehen wir davon aus, zuerst. Und dann sehen wir uns, ja, wahrscheinlich dazwischen, zwischen der EICMA bei weiteren News. Ich gehe davon aus, dass es jetzt im November noch so weitergehen wird. Nicht nur mit Motorrad-News, sondern auch mit Produkt-News. Und bin ganz gespannt, was da noch kommt. Die Norden haben mir erwartet, einiges andere haben mir nicht so erwartet. Vielleicht eins darf ich verraten, dass von Ducati einiges kommt auch, aber natürlich noch nicht was. Da werden wir auch wöchentlich überrascht und wir werden uns euch informieren. Ja, und damit verabschiede ich mich. Schönes Wochenende an euch alle und bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.